Seit 35 Jahren praktiziert Peter Schieber bereits im Nürnberger Land als Veterinär im Nutztierbereich. Ein 24-Stunden-Job, denn Ochsen, Schweine oder Kälber kümmern sich nicht um Sprechstundenzeiten. Morgens um 8 Uhr geht es los. Erste Station Weigenhofen. Nicht einmal einen Tag ist das kleine Kälbchen auf der Welt. Jetzt hatte Schluckbeschwerden. So, Kleine, dann schauen wir mal, dass du ein bisschen was kriegst, dass es dir wieder besser geht, dass du dann auch trinken kannst. Und da ist dann so, Frau Lena, wenn er nicht von selber anfängt, dann sagen sie halt heute Abend noch einmal Bescheid. Na komm, bleib doch. Keine Wehne. Der Doktor und das liebe Vieh. Das Bild von einst hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. 40.000 Kilometer im Jahr ist Peter Schieber auf den Landstraßen unterwegs. Die Aufgaben werden immer vielfältiger. Es waren früher sehr viele kleine Betriebe hier in der Gegend. Wir hatten vielleicht 150, 200 Betriebe. Jetzt haben wir vielleicht noch 50, die wirklich voll von der Landwirtschaft leben. Und dadurch hat sich auch der Arbeitsaufwand verändert. Wir machen immer noch sehr gute tierärztliche Therapie, weil die Leute sehr tierarztfreundlich sind. Aber es wird mehr in die Vorbeugung eigentlich jetzt gelegt, als in die tatsächliche Handreichung. Die Nutztierpraktiker werden immer mehr zur Mangelware. Es ist schwere körperliche Arbeit und nicht jedem liegt der Stall, der Mist und der Geruch. Immer weniger junge Tierärzte können sich dafür begeistern. Von den rund 2250 niedergelassenen Veterinären in Bayern arbeiten gerade einmal 10% im Nutztierbereich. Es gibt halt die Sprechzeiten, meinetwegen von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr oder so. Und bei uns ist es halt so, dass man halt gehen muss, wenn es losgeht. Ne? Katzenschnupfen-Kontrarektaluntersuchung. Der Frauenanteil bei den Tiermedizinstudenten liegt bei über 80%. Und die wollen überwiegend familienfreundliche Jobs als Angestellte und nicht das Risiko einer eigenen Praxis tragen. Und wenn, dann schon lieber Hund und Katz behandeln als Schweine und Kühe. Jetzt sind wir wieder am Inserieren. Also, und wir hatten jetzt ein paar Inserate losgelassen, aber es hat bisher sich einer meldet, der eben gesagt hat, er glaubt, dass das nicht der richtige Job wäre für ihn. Auch der Tierarztberuf hat sich gewandelt. Es gibt immer mehr Spezialisierungen wie Pferdekardiologe oder Dermatologe für Hunde. Vergleichbar mit den Humanmedizinern ist die Versorgung auf dem Land. Auch hier zieht es die Tierärzte eher in die Stadt.